Bullseye. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mario Kart 8. Mit dabei ist der Sepp. Hallo. Ja, wir spielen mal zusammen ein Ründchen. Nächster Grand Prix steht an. Okay, warum ist der jetzt da weiter rechts? Eigentlich müsste er eigentlich als drittes folgen, naja, egal. So, wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet. Und das ist E.G. Okay. Einer von Bowsers Handlangern. So, jetzt darfst du dir natürlich, Ich glaube, du musst erst noch A drücken. A drücken, genau. Jetzt. Okay. So, jetzt kannst du ja einen beliebigen aussuchen. Ich bin ja nach wie vor bei Turt. Ich nehme den. Ich fand Yoshi immer cool. Yoshi! So. Neue Reifen freigeschaltet. Ja, Mann. Wir bleiben aber, also ich zumindest. Moment, wo ist es denn? Ja, ja. Ich nehm den da drin. Was ist das? Ah, cool. Das ist dein Gleiter. Ja, komm, bleib ich da. Ja, nehmen wir mal die neuen Reifen, die sehen auch relativ cool aus. Aber ich verstehe gerade nicht, warte mal irgendwie. Warum ist die Outer City Spur so klein? Weiß nicht. Vielleicht reden wir gerade nicht so laut. Hallo? Hallo? War die sonst auch mal so leise? Ja, ich meine schon. Okay, naja. Schauen wir mal. Wird schon schief gehen. Vielleicht ist es jetzt auch so, weil alles, weil es schon ein bisschen später ist und Rücksicht auf die anderen, die schon schlafen. So, als nächstes steht der Bananencup aus. Also was hast du gesagt, mit zwei noch mal Gas geben? Ja. Okay. Weil A kann ich mir nicht vorstellen, weil das wäre ein bisschen komisch zu bedienen. Deswegen. Oh mein Gott. Das wird so fail. Wird schon schief gehen. Na, ich mag das eigentlich nicht, wenn der Splitscreen senkrecht ist. Ich mag das eigentlich lieber, wenn der waagerecht ist. Aber egal, was ist das denn? Was ich jetzt halt nur nicht weiß, ist, wie man bei dir driftet. Ah, erstmal schön gegen den Turm da krachen, was er auch mal sein soll, wohnen. Scheiße. Oh. Oh, ja, okay, da sollte man vielleicht nicht langfahren. Ja, haben wir bloß ab mit deinem Panzer. Aber auf B loslassen stimmt gar nicht. Dass ich auf B die Power Items benutzen kann. Tust du nicht? Okay. Nee. Wenn du in der Luft bist und dein Fernbedienung so anhebst, dann macht er so einen Jump quasi. Kriegst du auch so einen Power Boost, wenn du wieder auf den Boden kommst. Okay. Passt schon. Nochmal Platz hier, Koppa. Okay, schaff's. Und was war's? Ich muss hier nach oben drücken, also von der Fernbedienung, wenn du die jetzt so waagerecht hältst, links. Ach so. Oh nein, du hast einen blauen Panzer, der ist gekommen. Ja klar, stimmt, habe ich vergessen, weil du ja deine manche Items in bestimmte Richtungen werfen kannst. Ey, Mann, der hat mir beide weggenommen. Nein. Aber was ich halt auch schon so als kleinen Kritikpunkt gelesen habe, weil
im Spiel hier und was ich halt selber irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen kann. Als erster kriegst du meistens immer die Münze als Item. Okay. Und die Münze ist quasi sinnlos, wenn du schon 10 Münzen hast. Weil angeblich sollen die Münzen dich halt schneller machen. Also wenn du 10 Münzen hast, bist du am schnellsten. Ah. Aber das kann ich bisher auch noch nicht nachvollziehen. Boah, Alter, ich bin voll am Driften. Aber es ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man sich während des Rennens seine 10 Münzen sichert. Lol. Oh Mann. Ja. Du solltest nicht so dicht hinter mich fahren. Ha? Du solltest nicht so dicht hinter mich fahren. Ich dachte, wir sind Amigos. Wir beide müssen doch mindestens einer von uns muss doch Erster werden, oder nicht? Ja, aber wenn wir doch beide die vorderen Position haben, dann kämpfen wir quasi drum, wer Erster wird. Normal. Tja, wir beide machen's. Jo. Die anderen können uns nichts. Für Wario. Ja, das ist halt, habe ich bei dem, zum Beispiel Mario Kart Wii, bei dem alten, ist mir das auch aufgefallen, dass in der 50 CCM die Rennen eigentlich ziemlich locker sind. Also, dass die Computer, also KI-Einheiten da noch relativ langsam sind. Meinst du, ab 100 Kubik wird sich das ändern oder was? Ja, da geht's dann schon ein bisschen mehr ab. Wobei ich halt sagen muss, die 5CCM ist hier relativ auch gut unterwegs, also da kommt es mir jetzt nicht so langsam vor. Und ich meine, wir können uns ja immer in Kopf an Kopf rennen, die können. Oh, verdammt. Alter, ich hab Windschatten von dir bekommen. Finde ich sehr großzügig. Also ich finde auch gerade irgendwie, also mir kommt es zumindest vor, grafisch haben sie sich auch mal echt ein bisschen mehr Mühe gegeben. Oh ja. Snackt er sich einmal den Windschatten. Tschüss. Oh fuck. Nein! Ja. Kann man ja auch unten rum fahren unter Wasser. Lol. Sei froh, dass ich das abbekommen habe. Sonst wären wir jetzt gleich unsere Plätze losgeworden. Hast du sehr gut gemacht. Aber Driften ist leicht. Hau rein, Digga. Boah. Nein. Ja, ich muss sagen, jetzt mit dem. Also, ich habe jetzt ja die Steuerung so eingestellt, dass ich mit dem hier mit dem linken Joystick lenke. Ja. Also ich glaube, mit dem. Beim Lenken, das. Mit dem Driften kann ich mir noch ein bisschen schwieriger vorstellen als hier mit dem. Knüppel. Oh. Okay, das war jetzt knapp. Boah. Nein, oh Mann. Irgendeiner versucht uns hier zu stoppen, ne? Echt? Ja. Da kommt ja einer nämlich immer näher. Ja, ich hab's noch geschafft. Ja, ich bin Dritter. Nur wenn ich nochmal so eine grüne Schildkröte. So. Ach, der Koopa. Der macht mit mir Kopf an Kopf rennen. Naja, den mach ich noch. Den schneck ich mir noch. Den schneckst du noch. Oh ja.
ich finde mein Auto voll cool. Ja, da ist eine Anlage hinten drauf, ne? Ah, jetzt habe ich meinen Start nicht optimal hinbekommen. Nö. Dankeschön. Ey. Das wusste jetzt. Ja. Sicher. Komm, ich nehme alles. Wer noch nicht, wer will noch? Oh, nein. Was haben wir jetzt vorne, ne? Ja, das hier sieht nach einer Frühlingsstrecke aus. Die ganzen rosa Blüten. Aber dann kommt der Gleiter auch mal zum Einsatz. Und schon wieder halt gerade die Münze bekommen als Item. Scheiße. So, das Blinken. Hast du gerade auch gehört, dieses. Ja, ja. Das war wegen dir. Ja, ja. So. Oh. Oh Mann! Die mögen mich alle nicht. Bin jetzt gespannt, was ich jetzt für ein Item kriege. Ich denke mal wieder eine Münze. Oh nein, okay, der ist der Schildkröte los. Man kriegt irgendwie nur eine Münze als erster. Also ich meine, andererseits muss man okay sagen, dass man auf der ersten Position hat man ja auch, was soll man da mit dem offensiven Item, also man hat ja eigentlich auch keinen mehr vor sich. Jetzt habe ich zum Beispiel einen grünen Panzer bekommen, das ist ja auch mal nicht schlecht. Den kannst du ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel bei dir die Pfeiltaste nach hinten gedrückt hältst, kannst du ja zum Blocken benutzen. Okay. Kannst du den nächsten Angriff von hinten quasi abwehren. Nein. Ja, das war schön beim Rasen. Ja. Alter, jetzt komme ich gerade echt nicht mehr klar. Oh Mann! Nein! Lol. Ah, mein Mützen. Ja, der Kopf ist schon wieder hinter mir. Aber er kriegt mich nicht mehr. Wow. Oh geil. Siebter. Alter Junge. 6 Punkte. Ja, da hat der Kuppa dich vom 2. Platz. Ja. Ja, aber ich bin immer noch Dritter. Und noch ein Rennen. Dann haben wir den Bananen-Cup auch abgeschlossen. Ja. DK Jungle. Aber was sind das denn für Dinger? Große Bananen. Die Banane, sag ich schon. Die Strecke ist aber ein bisschen schief. Die ist ein bisschen bananisch. Oh, da oben sitzt ein Papagei. Hau rein, Koppa. Oh, die Strecke ist auch schon ein bisschen eng an der Stelle. Hui. Oh, was sind da denn für Gestalten? Hallo. Ey, nicht ran. Achtung, Katze kommt. Ja. Los, komm. Oh ja. Mann. Selbst bevor schon. Oh Mann.
Das sind aber komische Dinge. Wow. Wow. Nein. Da habe ich die Abkürzung verfehlt. Erstmal den roten Panzer gegen Baum hämmern. Ich habe rote Panzer zu verteilen. Willst du auch einen? Oh. Boah. Ich darf gerade schon der Sprung wieder nehmen. Nein. Ja, ich hatte noch einen. Nein. Hauptsache, ich wollte mir auch die Abkürzung genehmigen. Na, die hast du mir erstmal nicht erwischt. Bin ich auch runtergefallen. Aber ich steig, das ist cool. Nein, lol, schon wieder nicht. Nein. Ja, ich muss sagen, ich finde, als Erstplatzierten ist neben dem blauen Panzer der Blitz einer der schlimmsten Items, weil du eigentlich halt als Letzter auch wieder groß wirst und dadurch die anderen die Möglichkeit haben, den Abstand zwischen dir und den Führenden zu verringern. Aber es reicht. Ja, Mann. Okay, fertig. Oh. Bin ich aber noch mal krass abgerutscht, ey. Ergebnisse anzeigen. So, gucken wir mal. Weil jetzt entscheiden natürlich die Anzahl der Sterne, weil 3 Sterne wäre optimal. Damit wir auch schön alles freischalten, was es zu freischalten gibt. Jawohl, 3 Sterne. Haben wir jetzt den Blood Cup freigeschaltet und wieder einen neuen Charakter. Und wir haben genug Münzen gesammelt, um noch einen Fahrzeugteil freizuschalten. Ja, und mit dem Blood Cup und dem neuen Charakter geht's dann in der nächsten Folge weiter. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und haut rein. Tschüss. Das war's mit diesem Video. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn du uns unterstützen möchtest, kannst du dem Video einen Daumen nach oben geben oder auch gern einen Kommentar posten. Weiterhin hast du jetzt die Möglichkeit, unten links auf unser Kanallogo zu klicken. So kommst du direkt auf unseren Kanal, wo du dir weitere Videos anschauen kannst. Zudem kannst du uns sofort kostenfrei abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Einfach auf den Subscriber-Button klicken und fertig. Wir haben auch eine Facebook-Seite, wenn du möchtest, lass auch dort ein Like oder eine Nachricht da. Und zu guter Letzt stehen dir 3 Videos zur Auswahl, draufklicken, ansehen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Somit verabschieden wir uns mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und hau rein. Ciao.